Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ja, in der letzten Folge war irgendwie alles so ein bisschen verwirrend und wir haben so einen kleinen, ja, Waldgott oder was das darstellen sollte, gefunden. Und ein bisschen über Umwege sind wir dann dazu gekommen, dass wir die Herrinnen des Waldes gesprochen haben. Und jetzt muss ich mal schauen, wo wir eigentlich hin müssen. Ach, das ist ja relativ in der Nähe. Es ist aber hinter mir. Obwohl. Ah, nee, das. Grün. Ach so, Moment. Halt, es ist nicht hinter mir. Blödsinn, das ist natürlich meine eigene Markierung, sondern hier oben. Okay, dann würde ich sagen, dass ich mich erstmal dorthin begebe. Ich hoffe, Plötze kommt jetzt, wenn ich ihn rufe. Und ja, ich schalte euch dann hinzu, wenn ich gleich wieder angekommen bin. Plötze möchte nicht, dann muss ich Plötze suchen. Bis gleich. Was haben die denn für Probleme? Ja, da ist der Dorfälteste. Schönes Dorf. Ja, eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und? Kommt ihr zurecht? Tja. Irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihm gehörst. Du weißt also, wer mich geschickt hat. Gut, das macht es leichter. Vergib. Ich wusste nicht, dass dich die Herrinnen des Waldes schicken. Helfen sie euch oft? Nach dem Beschnitt gehört ihnen jedermann. Sie können hart sein, aber sie sind gerecht. Anspruchsvoll auch. Aber im Leben wird einem nichts geschenkt. Wer hat den Pesthauch vertrieben? Wer hat uns Saatgut gegeben? In den anderen Dörfern essen sie ihre eigenen Schuhsohlen. Uns hier geht es gut. Okay. Hast du die Herrinnen des Waldes jemals gesehen? Nie. Sie zeigen sich nur den Auserwählten. Vielleicht werde ich auch eines Tages gerufen. Hast du von einer aschblonden Frau gehört, die bei den Herrinnen des Waldes war? Davon weiß ich nicht. Frag die Herrinnen, vielleicht antworten sie. Sie wissen alles, was in Velen geschieht. Sie haben Informanten. Die Wälder lauschen für sie. Ein Wort zur falschen Zeit kann ihren Zorn heraufbeschwören. Doch sie hören auch Bitten und Gebete. Einst verlor ein Schweinehirt eine Sau. Er saß weinend an der Wegkreuzung, als die Sau wie vom Teufel gejagt durch die Bäume brach und auf ihn zurannte. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel, unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder. Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Wann hat all das angefangen? Vor 3 Jahren. Ich weiß noch, ich ging an einem warmen Tag zu den Wildfallen. Ich zog einen Hasen aus der Falle. Da wurde es plötzlich, mitten am Tag, finster. Ich dachte erst, dass ein Sturm aufziehen würde. Dann hörte ich ein Kreischen, das mir fast das Trommelfell zerriss. Der Hase verweste mir in den Händen und die Blätter wurden gelb, obwohl gerade mal Sommeranfang war.
Seitdem herrschen schlechte Zeiten. Den Leuten werden die Zähne rabenschwarz. Die Frauen streiten sich wie Wildkatzen, wegen gar nichts. Die Kinder werden verkrüppelt geboren, lahm. Ein Bangen und Fluchen. Wir flehen seit langem um die Hilfe der Herrinnen. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Ja, F5 ist dein Freund. Ich kann mein Spiel jetzt nicht speichern. Warum kann ich mein Spiel jetzt nicht speichern? Ich möchte aber. So, ich habe das Spiel jetzt gespeichert. Du kannst mich mal. Die nehmen wir auch direkt mal mit, damit auch alles andere freigeschaltet wird. Jetzt ist die große Frage, wo ist jetzt der Flüsterhügel? Der ist hier unten. Ich möchte jetzt nicht nochmal nach da reisen, weil ich denke, es wird einfacher werden, wenn wir jetzt hier diesen Weg entlang reiten. Da würde ich sagen, ich mache mich auf den Weg. Plötzlich, es wäre schön, wenn du kommst. Und ja, ich füge euch dann gleich wieder hinzu. Oh, plötzlich nicht immer so lahm wie so ein alter Sack hier. Das hört sich hier gar nicht gut an. Ich würde fast sagen, dass wir plötzlich mal hier stehen lassen. Was haben wir eigentlich für ein Zeichen gerade aktuell drin? Igni, oder? Tritt zurück und komm nicht näher. Ich weiß, woher du kommst. Okay, das hört sich jetzt tatsächlich nicht gut an. Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Verlieren wir den Nerv. Ah, noch einer. Sag das doch. Ey, sag mal. Wieso kann ich auf den einschlagen, wie ich will? Da jetzt noch mehr? Eine Stimme kommt aus dem Baum. Kommt aus dem Baum, ja, aber ich höre hier irgendwo noch. Da hinten ist noch was. Das ist ein Pfeiler, das ist ganz toll. Da hinten ist noch irgendwas Rotes. Das ist nicht dein Tag. Nein, das ist wirklich nicht dein Tag. Okay. Da hinten ist noch einer, so wie es anhört. Ach Mann, was ist denn jetzt mit dem Baum? Ich würde da gerne rein oder so. Kann ich aber nicht, ne? So wie es aussieht. Hier unten war doch gerade noch irgendwas Rotes. Das hier ist aber nur ein Wegweiser. Genau, Schnellreisen. Da hinten haben wir noch einen Wolf. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt hier irgendwie mit zu tun hat. Oder muss ich da hinten zu dem Ort da? Eingang zur Höhle oder Ruine? Nee, das ist doch was anderes, oder? Was soll ich denn hier machen? Ich meine, alles toll, aber
Finde mithilfe deiner Hexersinne eine Passage, die unter den Hügel führt. Oder ist das doch das, wo ich hin muss? Moment. Gucken wir mal. Geh fort! Geh fort! Du, das ist ein Werwolf. Geh fort! Die Mächte beugen sich nicht. Komm schon, komm näher. Siri hat die irgendwie besser kaputt gemacht. Jetzt eigentlich wieder komplett. Boah, willst du mich verarschen? Wieso ist der jetzt wieder komplett hoch? Jetzt ist er wieder komplett hoch. Die wollen mich doch verarschen. Soll ich den denn bitte besiegen? Vor allen Dingen ist er weit über meinem Level. Was? Ey, keine Ahnung. Also der heilt sich ja ständig wieder hoch. Das ist total dämlich irgendwie. Ich habe ja auch nichts, womit ich jetzt richtig Schaden machen kann. Nicht gut. Nee, es ist wirklich nicht gut. Die ganze Heilung ist weg. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ja, bloß nicht fixieren, ne? Ja, komm. Also ich lasse mich gleich töten, ganz ehrlich. Das ist... Ich verstehe nicht, was der Werwolf jetzt hier soll. Vor allen Dingen, warum der sich immer wieder hochhält. Der tut ja nichts.
Boah, ich kann ja auch nichts sehen, ne? Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Genau, ich ziehe einfach mal Kraft raus. Mitten im Kampf. Kein Thema. Wo ist der denn jetzt wieder hin? Oh, ich glaube, ich habe ihn wieder gefunden. Also ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt hier leicht verwirrt, was den Werwolf angeht, den man scheinbar nicht töten kann, weil er unendlich oft wiederkommt. Und ich begreife es jetzt nicht so richtig. Ein Kind. Guck noch mal eben beim Baum nach, aber ich begreife es wirklich nicht, was ich jetzt hier eigentlich machen soll. Ich vermute mal, dass ich den Werwolf besiegen muss, damit ich dann irgendwo beim Baum einen Eingang finde. Weil man hört ihn ja eben auch hier. Hier ist kein Eingang, oder? Ja, keine Ahnung. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt gar nicht weiß, was ich machen soll. Also ich habe, wie gesagt, die Vermutung, dass es irgendwas mit diesem Werwolf zu tun hat. Aber selbst beim Werwolf habe ich ja keinen Eingang zur Höhle gefunden irgendwie. Obwohl der angeblich direkt neben dem Ort der Macht sein soll. Also so richtig verstehen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Dann ist er auch viel höher, als wir überhaupt sind. Ich bin jetzt gerade Stufe 6,5. Ich habe übrigens noch 3 verfügbare Punkte, fällt mir gerade auf. Zeichen wollen wir nichts reinmachen. Alchemie weiß ich nicht. Zu den Kernfähigkeiten ist immer aktiv. Erhöht die Überdosis. Verlangsamt die Ziele mit Bomben. Eigene Vergiftung? Was für eine eigene Vergiftung? Sonne und Sterne? Keine Ahnung, was das ist. Der Bonus von einem Ort der Macht ist dauerhaft. Es kann jedoch immer nur ein solcher Bonus aktiv sein. Ja, das wäre nicht schlecht. Essen regeneriert 20 Minuten länger. Das möchte ich gerne machen, kann ich aber nicht. Warum kann ich das nicht? Muss ich das dann von hier aus machen? Nö. Hä? Ach so. Ach, ich drücke die falsche Taste. Okay. Dann ist es irgendwie logisch. Okay. Du bist immun gegen die Wirkung von Bomben und Spezialbolzen. Das wäre natürlich auch geil, aber hatte ich jetzt bisher noch nicht. Jede Defensivaktion erzeugt Adrenalinpunkte. Irgendwie kriegt das ja nicht hin, Defensivaktionen zu machen. Maximale Ausrüstungs... Gewicht wird erhöht. Gut, dafür haben wir ja den Mod. Also das war das Einzige, wo ich sagen musste, das hat mich so genervt, ja, dass ich mir da doch einen Mod geholt habe. Der ursprüngliche Effekt von Kriegstrance wird aufgehoben. Explosionen Schaden verursachen. Du kannst einen zusätzlichen Armbolzen abschießen, falls verfügbar werden Adrenalinpunkte verbraucht, um die Vergiftungswirkung von Tränken um 33% pro Punkt zu senken. Vergiftungswirkung von Tränken, okay. Gut, ich habe bisher noch keinen Trank getrunken, also ich habe da jetzt keine Ahnung. Armbrustbolzen bewirken mehr Schaden, das wäre natürlich nicht schlecht. Ist die aktuelle Ausdauer zu niedrig, können Zeichen mithilfe von... Okay. Erhöht die Adrenalinausschüttung um 5%. Das Wirken von Zeichen setzt Adrenalin frei. Adrenalinpunkte erhöhen den Waffenschaden und die Zeichenintensität.
Kann ich nicht viel mit anfangen, würde ich aber sagen, hört sich jetzt nicht schlecht an. Muss ich aber wieder ausrüsten, oder? Ja, muss ich wieder ausrüsten, das habe ich fast vergessen. Okay. Erhöht die maximale Vergiftungsstufe. Jeder Teil schwerer Rüstung, mittelschwerer Rüstung. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt anhabe. Wäre aber natürlich geil. Ich denke mal, dass wir mittlere. Erhöht die maximale Vitalität um 15%. Das ist, glaube ich, das, was ich jetzt brauche, oder? Tagsüber regeneriert Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Nachts regeneriert Ausdauer. Okay. Ich würde erstmal da einen Punkt reinsetzen, tatsächlich. Und das auf jeden Fall mit hier reinnehmen. Wie kriegt man hier rechts die Dinger eigentlich frei? Achso, wird auf Stufe 8 freigeschaltet. Ah, okay. Gut. Dann lassen wir das jetzt erstmal. F5 ist mein bester Freund. Ich möchte aber das Spiel speichern. Na komm. Ist nicht dein Ernst jetzt. Wieso kann ich nicht speichern? Geht doch. Ich wollte sagen, ihr habt eben auch gespeichert. Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich den irgendwie hinbekomme. Und ehrlich gesagt, bin ich jetzt auch gerade ein bisschen überfragt, was ich jetzt hier tun soll. Ich denke mal, dass es vielleicht mit dem Werwolf zu tun hat. Für den bin ich aber definitiv, ja, noch zu schwach. Keine Ahnung. Ich kenne mich auch überhaupt nicht mit den Tränken und alles aus. Das sind so Sachen, die mich auch nicht wirklich interessieren, muss ich sagen. Ich will das Spiel halt spielen und jetzt nicht irgendwelche Tränke da brauen und was weiß ich was. Ich weiß, das gehört zum Spiel, aber man muss es ja auch spielen können, ohne halt das Zeug zu nehmen. Deswegen, ja, ich muss ja nochmal nach meiner Rüstung gucken, ob wir vielleicht unterwegs irgendwo was kaufen können. Ich habe mir sagen lassen, ich glaube, es war im ersten Gebiet. Da gibt es wohl jemanden, mit dem wir schon mal gesprochen hatten, der wohl eine gute Rüstung verkauft. Da müssen wir mal gucken. Ich meine, so ein bisschen Geld haben wir jetzt mittlerweile auch schon zusammenbekommen. Mir geht das Getrommel hier gerade so ein bisschen auf die Nerven, ehrlich gesagt. Ja, ich bin ein bisschen ratlos, was ich jetzt hier noch machen soll. Finde heraus, was die Dorfbewohner von Niederwirt tötet. Ja, okay. Aber, naja. Steht was mit 10 Schritten. Nee, aber das zeigt eigentlich nur darunter. Ja, das war mir schon klar. Aber wie man da jetzt genau hinkommt, das konnte mir jetzt keiner sagen. Deswegen, die Wölfe habe ich erledigt. Kommen anscheinend auch nicht zurück hier. Aber der Werwolf ist entsprechend sauer, so wie es sich anhört. Ja, und hier das Rote kann ich anscheinend auch nicht mal. Ich gehe nochmal einmal hier die Runde. Weil ich hatte definitiv hier was gefunden. Da war so ein roter Fleck auf dem Boden. Da wollte er aber eben nichts mitmachen. Genau, das ist das hier. Nee, das war aber nur eine Leiche. Die Frauen wurden nicht verschont. Okay. Das war aber nur eine Leiche und das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Da oben ist einfach ein Wegweiser. Und mehr können wir jetzt hier quasi auch nicht machen. Von unten hört man auch irgendwie nochmal so ein Geheule anscheinend. Ja. Hier ist auch nochmal was, aber zum Einsammeln. Ja. Schade. Da ist auch nochmal so ein roter Punkt. Ich denke mal, das wird wieder eine weitere Leiche sein. Die uns dann natürlich auch wieder nicht weiterbringt. Reißzahnabdrücke. Also, ich sag jetzt mal einfach, die wird heimgesucht, die werden heimgesucht von dem Werwolf hier. Oder der Werwolf bewacht halt das Ganze. Aber ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ja, es ist für mich sehr, sehr blöd, weil ich gerne alles abschließe, was ich einmal begonnen habe. Keine Ahnung. Ich kann den Epi nochmal fragen, der spielt das Spiel auch. Ich kenne mehrere Leute, die das Spiel spielen. Vielleicht kann mir da einer helfen und sagen, was ich hier eigentlich machen muss. Weil, ja, ich würde hier wirklich gerne weiterspielen. Ich mache aber hier erstmal einen kleinen Cut. Und ja, hoffe mal das Beste für die nächste Folge. Bis dann. Ciao.